So, die Sonne ist draußen und es wird mal wieder Zeit für ein bisschen Funkbetrieb draußen eben. Und falls euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Heute hier ein bisschen ins Feld gefahren mit so einer Yagi. Ein bisschen Richtfunk auf 2 Meter und 70 Zentimeter machen. Das ist jetzt erstmal so der Plan. Gucken, wie weit wir kommen. Bis jetzt hören wir schon die ersten Stationen rufen, aber ist ganz interessant. Und dann für die Leute, die halt jetzt demnächst, was ja jetzt, ja, hat ja schon angefangen, die N-Lizenz dann ausprobieren, und da gibt es halt auch Möglichkeiten, mit den bereits vorhandenen, eventuell vorhandenen CB-Antennen oder selbstgebauten T2LT-Antennen oder auch draußen Portabelbetrieb zu machen. Und ja, da zeige ich euch jetzt ein bisschen was. So, genau. Zum Einsatz kommt hier natürlich wieder der berühmte Standfuß, den ich schon seit längerer Zeit habe. Ne? Natürlich immer ganz praktisch, das Ding auch zu nutzen. Und daran sind jetzt hier so Bundeswehrstangen. Ja. Ah, ich mache das mal hier hoch. Also hier sieht man die. Ja, genau. So, das mal langsam. Aber Bundeswehrstangen, die kriegt man recht günstig. Und die sind auch sehr stabil. Und oben ist dann halt die Yagi dran. Ja, da mit Kabel dann. Ja. Und ich nutze dann halt hier dieses Gerät, einfach irgendeine x-beliebige Stromversorgung. Ja, aus technischen Gründen jetzt mal hier mit Doppelwandler. Also da Gleichrichter, dann hier wieder in Gleichstrom. Naja. Und hier das Gerät. Also mal jetzt mal ganz fröhlich am Gucken. Später zeige ich euch dann noch den Aufbau von dem anderen Setup. Mal gucken, wenn wir jetzt hier nochmal Erfolg haben, ein bisschen was USO führen, und dann wechseln wir auf 10 und 11 Meter. Da erstmal 5000, das ist eine ziemlich gute CB-Funkantenne. Da habe ich ja mal ausprobiert, ob das Ganze auf 10 Meter funktioniert. Dafür ist sie jetzt nicht ganz so gut geeignet, müsste man halt neu einstellen. Ne? Aber das ist eigentlich machbar. Genau, aber gleich. Jetzt sind wir noch mit der Richtfunkantenne dran. Wie man vielleicht im Hintergrund sieht, da machen wir jetzt gleich noch ein bisschen was. Aber danach wollte ich mal auf 10 Meter mit der Aniton 555 und dem einfachen, diesem Innenleben von der Game Master, wenn man auch selber machen kann. Da gibt es eigentlich ganz gute Anleitungen im Internet, könnt ihr mal schauen. Kann ich auch gerne verlinken. Damit habt ihr dann schon eigentlich alles, was ihr braucht für 10 Meter DX. Also das macht dann auch Spaß. Ne? Also, genau. Ich mache mal weiter hier und schalt rein, wenn es dann irgendwas Spannendes gibt. Aber einrühren. Ne? Also wie man sieht, haben wir auf dieser Frequenz schon den ersten Erfolg. Da läuft ein Contest. Ne? Da brüllen wir jetzt natürlich nicht rein. Jetzt gehe ich mal ein bisschen daneben. Ich gucke mal, ob da keiner ist. Ja, da sind auch Leute. Da wollen wir überhaupt nicht stören. Hier ist was. Ja, auch. Da ist aber heute viel los. Also,
Das ist der Eco Charlie Lima. Ja, okay. Hier scheint ruhig zu sein. Ich drück mal, damit ihr das seht. Dann habt ihr gleich 1-2-1-3. Also, paar 1-2, Test, Test. Aber dann sieht man, VSWR steht und die Antenne, die zeige ich jetzt mal kurz von außen, die wurde nicht eingestellt. Die ist immer noch auf 11 Meter eingestellt und das ist der Vorteil von der Game Master, also auch von dieser selbstgeschraubten oder beziehungsweise selbstgebastelten Game Master. Ich zeige euch das Gebilde jetzt nochmal von außen, so ein bisschen in voller Länge, aber das ist jetzt quasi hier so das Setup. Ne? Die Kiste ist eine Eniton 555, also 5555 und ja, ist eigentlich eine recht günstige Dose. Mit den Antennen, die ihr vielleicht schon habt und dem Gerät könnt ihr bei 10 Meter schon wunderbare QSOs führen, vor allem auch für den Outdoor-Bereich, das ist nämlich relativ stabil, das Gerät. Gut, gut. Ja, es gibt auch noch andere, lasst euch da am besten mal beraten von dem Funkdealer eures Vertrauens, würde ich fast sagen. Genau. Aber jetzt gehe ich mal kurz raus und zeige ich euch das. Ja, da liegt schon die Yagi für gleich. Und so steht das Ganze jetzt im Wind, weht ein bisschen hin und her, da ist die Spule, ne? Wie gesagt, die Antenne ist selbst geschraubt, aber das läuft. So, das hier ist der Kollege. Mit dem, also nur mal den Kollegen hier, den, wie hieß er nochmal gleich? Achso, yes. India Uniform 4, Papa Delta Janky, den habe ich jetzt gerade mal gearbeitet, der klappte ganz gut hier von meinem Standort aus. Ja, der kam hier mit 5,9 rein, ich bei ihm mit 5,3, aber wir haben uns ganz gut verstanden, er schwankte ein bisschen, aber wir haben das eigentlich ganz gut hingekriegt. So, ich habe mir jetzt alles aufgeschrieben, QRZ gucke ich dann quasi zu Hause, hätte jetzt noch einen Rechner mitnehmen können, aber nö, warum? Bleistift, also so ein Block und ein Stift, das ist immer noch das Einfachste und ja, warum nicht, ne? Genau. Ja. Ciao, alle prossime, QRZ da Italia sull'8, giulio di Bramontario, CQ Contest. Alpha ja, Oscar Monferrato, kannst du manchmal ganz Band nicht gebrauchen, ne? Gerade wenn du jetzt hier so ein Fiktiv anstecken willst, ja, ist ein Grundtest. Ich sehe, nur die Schuhe. Hallo CQ, hallo CQ, hallo CQ. This is Echo, America 9, Kilo Bravo. Europa, America, number 9, Kilo Bravo. In Ceuta, North Africa, QE4, Charlie Sierra, Italia, Quebec 8, Charlie Sierra. Der brüllt jetzt einfach da drüber, oder? So gottlos. Das ist ja die Frage, das ist jetzt ja noch, ob der den überhaupt hört. Ja, ja, wenn die nur weit zusammenstehen, dann hören der jetzt, der kommt aus Nordafrika. Ja. Und ich würde jetzt natürlich gern mit dem quatschen, aus Nordafrika. Ja. Fände ich jetzt super geil. India Quest Victor 3 Juliet Alpha Kilo Stefano 59 Kilo 03. Also hier sieht man schon wieder, ne, auch auf den Amateurfunkbändern läuft das manchmal nicht ganz so rund. Also hier, aber das ist dann wahrscheinlich wirklich so, dass die sich nicht unbedingt gegenseitig hören. Eine Kollege aus Nordafrika, der andere aus Italien. Alle wollen sie quatschen, ne, und rufen dann auf der gleichen Frequenz CQ. Das ist natürlich dann bisschen unpraktisch, so habe ich jetzt gar keine Chance, den Kollegen aus Nordafrika anzurufen. Ja, was soll man machen? Ist das halt so, ne? Gut, vielleicht können wir noch ein bisschen zuhören und gucken, was da kommt. Und wenn nichts kommt, kann ja mal ausprobieren, ob das klappt. Probieren wir mal. Okay. Yeah, thank you. 592.
73, Thomas, this is Echo Alpha 9. Das ging ja schnell. Echo Alpha 9, Kilo Bravo, QRSAM. Ja, Echo Alpha 9, Kilo Bravo. I thank you for the report, 73. Thank you, good luck to you. This is Echo Alpha 9. Echo Alpha 9, Kilo Bravo. Ja, super. Ja, ja, hat geklappt. Ich habe direkt bei kurzer Telefon gefunden. Ja. Ja, genau. Super. Das ist also 5-9 war das. Beides. Und wir haben Uhrzeit 18:04. Okay, also 16:04. Ne? Gut, UTC. Alles aufgeschrieben, dann haben wir Nordafrika auch schon durch. Wunderbar, geht weiter. Ja, ist ja cool. Aber na, so jetzt für die ganzen Leute, die die jetzt quasi neu sind auf den Bändern, und ich habe jetzt hier auch keine 100 Watt drauf. Also die Kiste kann theoretisch 80, mit der N-Lizenz darf man glaube ich 10, aber das würde auch mit 10 funktionieren. Also da braucht man jetzt nicht, ich habe ja noch nicht mal ganz aufgedreht. Also im Grunde genommen guten Standort, vernünftige Antenne, alle die CB machen oder gemacht haben zuvor, die haben da, die wissen das schon, dass das eigentlich so das Nonplusultra ist, und dann sag ich mal, mit relativ wenig Aufwand könnt ihr dann im AFU-Bereich schon wirklich sehr viel Spaß haben. Genau, ich habe jetzt hier die ganze Aktion wieder abgebaut und ja, das eine oder andere QSO hatten wir gehabt. Genau, Nordafrika hatten wir dann auch noch im Log, so, das ist ganz gut. Und ja, ich sag mal, man kann eigentlich mit wenig Aufwand, mit wenig auch monetären Aufwand, kann man im 10 Meter Bereich schon wirklich klasse QSOs führen. Also alle, die jetzt da quasi mit der N-Lizenz auf die Bevölkerung losgelassen werden, wünsche ich auf jeden Fall schon mal viel Spaß. Allen anderen natürlich auch, ne? Also insgesamt immer allen Funkamateuren. Und ja, was soll man sagen? Also das war es dann erstmal. Es war so der kleine Einblick. Die Sache mit 2 Meter und dem Richtbeam, das haben wir dann jetzt nicht mehr gemacht. Das Wetter ist dementsprechend schlechter geworden. Deswegen haben wir jetzt auch, habe ich jetzt auch die dicke Jacke an, und es ist wirklich auf einmal plötzlich ja kalt schon geworden. Es war auch sehr windig dort und wirklich kaltwindig, und haben wir es dann einfach dran gegeben. Man kann das ja immer noch mal aufleben lassen, und ja, der Wind hat uns auch die Antenne immer so ein bisschen in die falsche Richtung gedreht, ne? Weil wir hatten jetzt ja kein Klebeband dabei, um das irgendwie zu fixen. Gut, aber so lernt man, und deswegen wünsche ich euch viel Spaß bei euren Unternehmungen. Bleibt gesund und bis bald. Ciao.